Einen wunderschönen guten Morgen aus Uganda wünsche ich euch. So, ich bin jetzt abmarschbereit, voll im Outdoor-Outfit, denn jetzt geht's auf zur Wanderung zu den Sipi Falls. So, ich stehe hier mit meinem Wanderstück. Mein Guide Thomas ist hier im Shop irgendwas einkaufen. Ich soll hier warten. Er achtet sehr auf mich, dass ich die überfahren werde. Und wir werden dort hinten entlang gehen. Ungefähr 12 Kilometer zu den Sipi Falls. Hey Thomas! Enjoy hike! Hello to YouTube! Thank you for coming! Yeah. We make a good day today? Yeah! Wir sind jetzt schon ganz schön weit gelaufen. Da am anderen Ende, da ist die Lodge. Könnt ihr euch erinnern? Heute Morgen haben wir hier rüber geblickt. Thomas kauft jetzt die Eintrittskarte. Und hier ist schon etwas Wasser zu sehen. In hier noch, der Brand to the bushes. Ja, die kleinen Bananen. You keep it and you, they can be ripe in the house after 1 week and then you can eat bananas. Okay, und hier ist ein Avocado-Baum. And this is matoke, with this one you can cook it. Ah, das ist Kochbanane. Mash matoke and you eat it with the ginger sauce. Aha. This one, yeah, it's nice. Then you remove the taproots and that is cassava. Kasava. Willkommen to Sipi. Hier sind Honigbienen und dort in den Bäumen, dort leben sie. Es ist so wunderbar grün hier alles. Hi Thomas! Hi. Da hinten ist der Wasserfall schon zu sehen. Ein ziemlich kleiner Wasserfall, aber die Natur wunderbar hier. Also jetzt ist hier, fängt jetzt erst die Regenzeit an und dadurch, dass jetzt die Trockensaison ist, ist jetzt nicht so viel Wasser hier. Normalerweise ist das Wasser bis hier in der Regensaison und manchmal fließt es sogar hier in die Höhle hinein. Das Slippere. Die Slippere. Komm, komm. Like this. So that you cannot touch the poop. You need to use it only two. Yeah. But when you use it one will break. Yeah. Okay, das ist Toilettenpapier und ja, man kann es doppellagig nutzen. But only two. And secondly, it's very important for the local herbs. When you break your hand and it's not so much pain, you have to warm it with fire and then you it's for fast eight. Man kann sie auch als Heilpflanze benutzen. Wir sind oben angekommen. Dort hinten holen die Kinder Wasser, das ist ihre Wasserstelle. Und hier fließt das Wasser hinunter und dort springt es vom Felsen. Das ist eine Kaffeepflanze. You have never seen. Doch, yes, I saw it. In Kilimanjaro. Und das ist eine Toilette von den Menschen, die hier leben. Hier diese Kaffeepflanzen sind die Mount Elgin Arabica Kaffeepflanzen. Und hier ist so eine ökologische Kaffeefarm. Die Kinder, die baden hier. Swimmingpool und die Frauen waschen Wäsche. Ich soll jetzt hier probieren, ob ich hier baden möchte. Aber ich glaube eher nicht, weil hier so viele Zuschauer sind. Ich bin die einzige Weiße hier. Die Kinder freuen sich schon. Ach,
Also es ist nicht sehr kalt, aber ein bisschen vermüllt. Ihr habt es gesehen, ich habe es getan, trotz der ganzen Zuschauer hier. Und es ist aber echt kalt. Ich schätze mal so 14, 15 Grad wird es haben. Ein Schwein. Hallo, Schwein. Wir gehen jetzt über diese Brücke hier. Local Bridge. Local Bridge. This is in German Sau. This is a woman. Oh, Sau. Female. Female is Sau. Female is Sau. Und male is Eber. 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 Oh, male is Eber. Male is Sau Eber. Sau is male. Oh. Und Sau. Und Sau. Oh. Prost, careful, careful. Yes. No, this is very small bridge. Sau und Eber. Sau und Eber. Dort wird Wäsche gewaschen. A very nice place here. The remaining tree, you cut it into small and you feed it cow and with salt. Hier sind die Reste von Bananenbaum. Die werden zerkleinert und dann für die Kühe verfüttert. Wir sind jetzt hier in einem Farmland. Hier leben nur Bauern, Farmer. Und hier werden hauptsächlich Mais, Bohnen, Kaffee, Bananen angebaut. Und alles ökologisch mit Dünger, organischen Dünger. Hier werden jetzt neue Kochbananen gepflanzt. Die Löcher sind schon da. Und wenn man hier diese kleinen Ableger einpflanzt, in 9 Monaten kann man dann die Kochbananen ernten. Hier ist ein dickes Schwein. Das schläft ganz faul. Und hier ist das kleine. Das wird ein neues Haus. Ja. So sieht es dann aus. Und dann wird es nur noch mit Kudung und Lehm verschmiert. Ich habe gerade mal gefragt, ob mir hier möglicherweise eine Schlange über den Weg rennen könnte. Und da sagt er, nein, die sind hauptsächlich im Wald. Sind selten hier, aber wenn, dann sind es Black Mambas und grüne Mambas. Plantation, you know that? So this is like sorghum. It's like, you know local beers? Okay. They mix with this to make beers. Das wird hier getrocknet. And für lokales Bier. Da ist noch ein Wasserfall. Es gibt heute wenig Wasser, weil es nicht geregnet hat. Wenn dann Regensaison ist, dann wird es mehr. Er findet lustig, wie Deutsch sich anhört. Er sagt, Deutsch hört sich so an wie Tank, 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 Tank. Die Jugend ist erfinderisch. Die haben sich ein Spielzeug gebastelt. Ja, also hier sind alles Zwiebeln. Und die nutzen das Wasser vom Wasserfall, um die anzubauen. We use leaves always for local umbrella. Ah ja. When you are walking in the village, because it's enough space. You have seen it's small, much large. Thank you.
beautiful waterfall. From the top to the bottom. Hier diese Leitungen, die man da sieht, das ist alles für die Bauern. Die zapfen sich da Wasser ab, um auch Zwiebeln und andere Sachen anzubauen und das zu bewässern. Und in der Regensaison können wir hier gar nicht stehen, weil dann hier alles voller Wasser ist. So, er kauft jetzt hier Bananen. Das in den Flaschen ist Benzin oder so. Dann gibt es hier noch Aubergine und Passion Fruit. So ein richtig süßes kleines Dorf hier. Er hat eine Banane spendiert. Nein. Bananenschale schmeißt man hier erstmal auf die Straße. Und die Ziegen, die freuen sich. Das wird die Küche. Und da hinten ist das Wohnzimmer. And it's going to use a banana vibers to cover the roofing. Das ist vom Bananenbaum. The soil. From here it's going to use it mud soil to cover this. Yeah. Then inside they will put stones for cooking. Mm-hmm. Yeah. And it's the woman is there who do that. Not the man. Yeah. The man is the work of man is to build this one. Yeah. And this is a nice house. During heavy rain, no noise. You'll never hear any noise in the house. Ich bin wieder mal in einer Schule gelandet und so sieht's hier aus. Eine neue Schule und das ist der Klassenraum gewesen. Hier sind Secondary? Ja. Yes. Er hat mal Sorge um mein Telefon. Das ist die Küche der, also da ist die Schule. Und hier ist die Küche der Schule. Hier wird gekocht. They cook from here and the children eat. Yeah. You have to go down there to see somebody peeling matoke. Yeah. You can also try to peel. They peel like this. Matoke, that's how they feel. That is how we feel what? Matoke. This is. Oh, it's hot. It's hot. That is how. Sie findet nicht so gut, wie ich das gemacht habe. Hello, how are you? How are you? Well, I'm fine. How are you? Aviani, I'm fine. Well, I'm fine. Fine. Bye-bye. Bye-bye. Puppy. You love the dog? Yes. Hey, puppy. Oh. Ist das Haus von Thomas? Ja, my local house. Here. Ja. Also die Kaffeesaison, die beginnt jetzt im Oktober erst. Dann werden die Bohnen rot. Und jetzt sind sie noch alle grün. Er hat mir jetzt ganz viel über seine Kaffeepflanzen erzählt. Hier will er einen Campingplatz noch irgendwann eröffnen. Und jetzt werden hier erstmal Kaffeebohnen geröstet. Hier sind jetzt die Kaffeebohnen, die müssen jetzt noch abgepellt werden. Kaffee hat 3 Schalen und jetzt ist jetzt hier die 2. Und dann ist noch eine der Schalen dran. Why we are pounding it? We are
is water we are going to use to drink. We can pour first about water. Das Wasser wird jetzt gekocht für den Kaffee, dann wird es in die Thermoskanne gemacht und danach rösten wir den Kaffee hier. Wow! Und die Bohnen geröstet. Es fängt jetzt an zu duften. So, fertig ist er jetzt. Sind die gerösteten Bohnen auf dem Teller und jetzt müssen sie noch gemahlen werden. Das ist noch medium roasted. Medium roasted. Ja. Seh? Ja. Later you will be chewing some coffee, yeah? Mm-hmm. Then I will put this like this. Like that. Then I special for Jan. That's your coffee. So, na dann wollen wir mal kosten, was wir hier fabriziert haben. Prost! 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 Nice! So, ich bin jetzt zur Toilette gegangen. Das ist hier die normale Toilette, die die Einheimischen auch nutzen. Jetzt gibt es hier Essen. Reis. Reis. Skuma. Skuma. Skuma? Greens. Greens? Yeah. Greens? Yeah. Beans. 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 Okay. Und Avocado. Und alle anderen gucken zu, wie ich hier esse, weil ich eine Besonderheit bin in diesem Local Restaurant. Hier verabschiede ich mich auch von Thomas und gehe wieder zurück in meine Unterkunft. Es war ein wundervoller Einblick in sein Leben. Ich muss jetzt mal ganz schnell hier mit dem Arbeiten aufhören, denn meine Zimmertür ist offen und hier kommen gefährliche Wesen. Sie hat ein Baby. Gleich mache ich mir in die Hosen. Ich wurde schon mal von einem Affen angegriffen. Klaut er sich erstmal ein bisschen Banane. Mit diesen entzückenden Bildern möchte ich mich für heute verabschieden. Nächste Woche geht es weiter. Wir werden morgen aufbrechen nach Karamoja und werden dort die Karamajong besuchen.